sensationelle Wendung im Fall Michael Bierkant. Der Prozess wird vertagt. Mit Gisela Uhlen und Raimund Schelcher in den Hauptrollen. Wie kommen Sie hierher? Nicht erschrecken, bitte. Sie haben eine Menge Humor, Herr Kommissar. Nur eine Frage, pflichtgemäß. Haben Sie die Waffe? Mein Leben ist zerstört, aber Sie haben das Ihre noch vor sich. Ihr Michael Vierkant. Bisher hat sie ihre Träume geliebt und war dabei glücklich. Ich glaube nicht, dass Marie jetzt unglücklich ist. Du wirst einen anderen Mann finden. Du wirst Kinder haben. Du wirst glücklich sein. Sylvinchen in Paris gelandet. Verhör. Und? In Ordnung. Sie brauchen doch nur die Aussage Vierkants zu bestätigen, dann... Hätten Sie glänzendes Material für den Prozess gegen meine Partei, ich weiß. Hat die SPD Vierkant geraten, den Kerl zu erschießen? Haben wir es verhindert, dass Korn wieder auf die Menschheit losgelassen wurde? Du bist an der falschen Adresse. Sie haben für die London Automatic Corporation mathematische Gutachten angefertigt. Die Firma macht auch dicke Geschäfte mit den Russen und den Chinesen. Du, ich werde dir zeigen, wer nachzuspionieren. Ich hab nichts gesagt! Weißt du? Natürlich hast du dämliche Ziel. Bildern Sie Ihr Zusammentreffen mit dem Getöteten. Er sagte mir, er habe meine Schwester geliebt. Und da griffen Sie zur Pistole. Ach, Unsinn. Was das Ergebnis der gerichtlichen Voruntersuchung betrifft, Herr Vierkant, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Ergebnis der Voruntersuchung lautet also wirklich auf vorsätzliche Tötung. Stopp, uns interessiert der Engländer. Nein, möglichst heute noch. Haben Sie einen absolut zuverlässigen Menschen? Ja, Dr. Waldeck. Flucht ist nicht strafbar, nur Begünstigung. Und die liegt nicht vor. Du bist frei. Ja, Mann. Ich bin frei. Hat man Ihnen geholfen bei der Flucht? Wollte man Sie zwingen zu falscher... Aussage. Was war falsch, Sir? In weiteren Rollen Gerhard Biener, Jerry Wolf, Friedrich Richter, Waltraud Kramm, Brigitte Krause. Unter der Regie von Herbert Ballmann. Der Prozess wird vertagt. Ein Film, den Sie nicht versäumen sollten.